Bam, das steht. Okay, wir haben das erste Teil hingestellt. Ziemlich gut. Yeah. Jetzt brauchen wir dringend mal Sauerstoff. Ist an der Zeit. Müssen wir alles im Auge behalten. Okay, Sauerstoff ist erledigt. Jetzt ist alles wieder gut. Alles im grünen Bereich oder im blauen, wie auch immer man das sehen möchte. Hallo und willkommen zurück zu Occupy Mars. Wir sind jetzt am nächsten Morgen unterwegs und zwar hat es jetzt, keine Ahnung wie viel Uhr, oben steht es in der Mitte. Wir sind Freitag unterwegs um 5.40 Uhr, das heißt gleich sollte es dann hoffentlich hell werden. Wir brauchen dringend was zu trinken, das machen wir als erstes. H2O, klingt gut. Und dann brauchen wir eine Flasche Sauerstoff, ganz wichtig. So, Sauerstoff, haben wir noch ein bisschen was. Hunger haben wir auch schon wieder, da können wir auch ein bisschen was essen eigentlich. Erstmal nochmal zwei von den Rationen, dann ist das auch erstmal gemacht. Hier drin hat es 21 Grad. Die Temperaturanzeige, die wird immer so rot, also blau-rot, das wechselt so ein bisschen. Ich glaube, das bedeutet, dass wir draußen sehr niedrige Temperaturen haben und noch nicht rausgehen dürfen. Und aus irgendeinem Grund ist die Batterieanzeige links ziemlich, sieht ziemlich leer aus. Deswegen, glaube ich, laden wir jetzt trotzdem mal auf. Charge Suit. Okay, stopp. 100%. Jetzt ist die Anzeige wieder weg. Also ich glaube, die Batterie war nicht leer. Wir waren irgendwie bei 80%. Das war noch nicht notwendig. Die Anzeigen muss ich auch erst noch lernen. Wir haben da eine Food-Anzeige, eine Lungen-Anzeige, eine Wasser-Anzeige. Jede Menge. Okay. Wir haben jetzt 6.50 Uhr. Die Temperatur wechselt immer noch so ein bisschen hin und her. Aber es wird hell. Also ich glaube, wir können jetzt dann... Jetzt hat sich gerade das Bild verändert. Also ich glaube, die Temperaturanzeige ist jetzt auch normal. Oxygen set. Suit. Okay. Wir haben wieder... Oh, minus 70 Grad. Ist ziemlich kühl, ne? Aber wir haben keine böse Meldung. Ich glaube, wir können jetzt hier rumlaufen, theoretisch. Gut. Wir sollen jetzt eine Batterie bauen. Und dafür brauchen wir alle möglichen Teile, ne? Hier drin haben wir so ein Baumenü. Bild... Electricity, Battery Pack. Und dafür brauchen wir Schrauben. Da haben wir ja schon ein paar gesammelt. Wir brauchen Electronics. Wir brauchen eine Glasplatte und Aluminiumplatten. Die können wir ja mal herstellen. Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt, dass wir hier schnellstmöglich eine gescheite Energieversorgung haben. Wir brauchen Glasplatten. Oxygen low. Was ist schon wieder Oxygen low? Da stellen wir mal 10 von her. Dann gucken wir kurz, was mit Oxygen los ist. Wir haben noch genug. Das jammert immer vorzeitig. Alles gut. Ich will jetzt nicht die Flasche reinhauen, weil die ist dann weg. Und das machen wir erst, wenn es wirklich notwendig ist, weil wir echt zu wenige Ressourcen haben aktuell. Ich weiß noch nicht, woher wir überhaupt Oxygen bekommen aktuell. Da haben wir, glaube ich, gar keine Möglichkeit. Aluminium. 10 Stück. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal alles. Dafür brauchen wir Aluminium. Für die Glassplates brauchen wir Silicon und auch Aluminium. Small Pipes. Steelplates. Können wir auch mal 10 Stück bauen, oder? Wenn wir sowieso hier sind. Das wird dann alles gebaut. Ich glaube, hier in diesem Printer, ne? Das wird hier dann gedruckt. Sieht ziemlich witzig aus. Okay, der hat irgendwie einen Container geprintet. Gut. Wird schon funktionieren, ne? Baumenü. Battery Pack. Wir müssen, glaube ich, erst die Sachen hier rausnehmen. Moment. Das Ding hat auch ein Inventar. Und hier kann man auch Anhänger anhängen oder aufbewahren. Also wir können hier unseren Anhänger lassen, wenn wir wollen. Aber den brauchen wir sowieso. Genau, das sind unsere Bauteile. Das sind die Glasplatten, die Stielplatten. Die nehmen wir alle mit. Und jetzt müssen wir dann theoretisch was bauen können, oder? Check. Suit-Status. Der Anzugstatus funktioniert auch noch nicht. Also es gibt auch Anzeigen, die noch gar nicht funktionieren. Battery Pack. Bild. Okay. Das funktioniert jetzt. Dann können wir eigentlich direkt mal so ein Battery Pack hier vor unseren Schredder stellen. Damit wir hier immer genug Energie haben. Weil ich glaube, das ist eins unserer wichtigsten Geräte, ne? Dass wir immer Nachschub an Bauteilen und so kriegen. Oxygen low. Okay, steht. Wir haben immer noch ein bisschen Oxygen. Jetzt müssen wir das aufbauen, ne? Torch. Ich glaube, wir brauchen dafür diese Torch. Water Detection.
Efficiency, 90%. Das ist irgend so ein Scanner. Gut. Und hiermit können wir das Pack aufbauen. Bam, das steht. Okay, wir haben das erste Teil hingestellt. Ziemlich gut. Yeah. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, das Achievement nicht bekommen. Vielleicht müssen wir dann noch mehr Bauteile für bauen. Vermute ich jetzt mal. Battery Components. Jetzt brauchen wir dringend mal Sauerstoff. Das ist an der Zeit. Das müssen wir alles im Auge behalten. Okay, Sauerstoff ist erledigt. Jetzt ist alles wieder gut. Alles im grünen Bereich oder im blauen, wie auch immer man das sehen möchte. Jetzt gucken wir mal hier hoch, was wir da noch machen müssen. Das hat irgendwie nicht funktioniert mit diesem Achievement. Vielleicht können wir hier noch andere Teile bauen? Für die Batterie? Für die haben wir ja noch Schrauben gebraucht. Dann bauen wir einfach noch ein paar Schrauben. Printing? Pipes. Screws. Bauen wir mal 5 so Schrauben. Und was haben wir noch gebraucht für die Batterie? Mal gucken. Battery Pack. Electronics. Die sind bestimmt kompliziert, oder? Electronics, Aluminium und Silicon. Ich brauche mal 5 her. Wir haben nicht mehr viel Aluminium, ne? Gut. Dann sollten wir theoretisch alles hergestellt haben, was wir für so eine Batterie brauchen. Und die Batterie haben wir auch schon gebaut. Gut. Nehmen wir das mal alles wieder mit, ne? Inventory. So. Print Battery Parts. Also wir haben die ganzen Teile jetzt gedruckt. Das ist komisch. Vielleicht müssen wir die Batterie hier drinnen drucken. Geht das auch? Printing? Container? Oxygen Battery Pack. Das geht auch. Dann haben wir 2. Brauchen wir gar nicht, ne? Okay. Das ist mein Inventar. Ich habe jetzt so ein Eisen gefunden. Ich glaube, das tun wir hier rüber. Das brauchen wir möglicherweise, um daraus irgendwas herzustellen. Was ist denn jetzt mit der Batterie? Oxygen Battery Pack. Printing. Add. Okay, jetzt hat's funktioniert. Jetzt haben wir, glaube ich, das Achievement bekommen. Also wir müssen die Teile alle mitnehmen ins Inventar. Und wir können auch schon Solarpanels bauen. Das ist gut. Okay. Wir können das nicht hier bauen. Wir haben das schon gemacht. Gut. Jetzt müssen wir das nochmal machen, dass wir das Achievement kriegen. Wir können ziemlich tief runterspringen, weil die Erdanziehungskraft, also die Marsanziehungskraft, ja nicht ganz so stark ist. Ich glaube, wir stellen die andere Batterie einfach hier mit hin, oder? Build the device. Wir haben ja jetzt. Oder wir bauen was anderes, das geht auch. Wir können ja mal so ein Solar Panel bauen. Medium Solar Panel? Das ist bestimmt teuer. 15 Solar Cells, mehr haben wir nicht. Motoren. Ich verheize die jetzt einfach, weil ich weiß, wir brauchen mehr Energie, als wir jetzt haben. Wir stellen es irgendwo hier mit hin. Die gucken alle in die Richtung, das heißt, ich denke mal, das ist richtig. Wir gucken einfach in die gleiche Richtung. Stellen es hier daneben. So ungefähr. Richten es so ein bisschen aus. Bam. Das steht gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Jetzt bauen wir das mal und gucken, ob wir das Achievement kriegen. Go, go. Okay, das dauert ein bisschen länger. Das ist echt ein aufwendiges Teil hier. Das sollte uns dann eigentlich erstmal ordentlich Energie geben. Hoffe ich. Okay, da fehlt irgendwas. Ich glaube, uns fehlen Ressourcen, ne? Schrauben. Wir brauchen mehr Schrauben dafür. Gut. Nicht so gut. Und jetzt müssen wir das alles neu verkabeln. Das heißt, wir gehen mal da hoch. Ah, okay. Das ist, glaube ich, alles relativ easy. Nee, es ist nicht. Das Kabel ist falsch. Okay, da müssen wir ein bisschen was ändern. Das kommt hier aus dem Akku raus. Das wollen wir nicht. Wir wollen das direkt aus diesem Verteiler haben. Mach da mal auf. Steck das da rein. Steck das da ein. Connected. Jetzt gehen wir direkt vom Verteiler zu unserem Shredder hier hoch. Das wollen wir auch nicht. Wir haben hier nämlich extra eine Batterie hingestellt. Nehmen das Kabel. Stecken das hier unten an. Das ist, glaube ich, der Input, ne? So. Und dann brauchen wir ein Kabel.
Inventar. Das brauchen wir nicht. Das ist die Remote. Das sind Kabel. Da haben wir genug von. 6. Dann stecken wir das hier ein. Das ist der Output von der Batterie. Und von der Batterie gehen wir dann hoch zu unserem Shredder. Und das ist dann einfach nur der Zwischenspeicher. Nimm schon, nimm das Ding jetzt. Der Zwischenspeicher für unseren Shredder hier, der Energiezwischenspeicher. Ja, und überall, wo man die Kabel rumträgt, da liegen dann später auch die Kabel rum. Das ist ganz witzig. Also unglaublich unübersichtlich auf Deutsch. Aber wir haben das jetzt verbunden und einen eigenen Battery Pack. Oh oh, ich glaube, hier ist das Display, das ist schlecht. Aber man sieht es so ein bisschen. Genau, einen eigenen Battery Pack, der hier unser... Da ist schon was drin. Unseren Shredder versorgt. Das ist super wichtig, weil der, glaube ich, ziemlich viel Energie schluckt. Der braucht einen eigenen Zwischenspeicher. Gut. Da haben wir schon ein bisschen was geschafft. Jetzt können wir das Ding hier umkonfigurieren, aber ich mache das jetzt mal noch nicht. Ich glaube, das bringt jetzt aktuell noch nicht so viel. Was auch extrem wichtig ist, ist, dass unsere Sauerstoff- und Wasserversorgung immer funktioniert. Das heißt, wir nehmen uns mal das Kabel. Das ist dieses hier. Ich glaube, das ist das ganz rechte. Und versorgen das Gerät dann auch über so einen Akku. Das heißt, es läuft dann tags und nachts. Und wir merken das rechtzeitig, wenn es nicht funktionieren sollte. Wir haben jetzt eine Kapazität, also wir haben noch 47 Kilowattstunden gespeichert. Das heißt, das Gerät sollte jetzt eigentlich vorerst ganz gut laufen. Schauen wir mal. Das kriegt jetzt 10 kW, braucht 10 kW, stellt 10 Liter Sauerstoff pro Stunde her, hat auch ein bisschen was gespeichert und stellt auch Wasser her und hat auch schon Wasser gespeichert. Das ist gut. Also Wasser ist, glaube ich, kein Problem. Hier können wir dann... Jawohl! Okay, hier können wir von jetzt an Sauerstoff auffüllen. Das heißt, das ist schon mal ein riesen Upgrade für uns. Wir müssen uns nicht mehr auf die Flaschen verlassen, die eigentlich so Notfallflaschen sind. Und Wasser können wir hier immer auffüllen und dann so eine Flasche mitnehmen. Das ist auch gut. Ist ein bisschen aufwendig, ne? Immer einzelne Flaschen daraus ziehen. Wäre cool, wenn man da so einen Kasten mitnehmen könnte oder so. Aber das kommt bestimmt noch. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal ein paar Schrauben für das Solarpanel. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Und dann bauen wir das zu Ende, dass wir das Achievement kriegen. Und dann gucken wir, was wir weitermachen müssen. Wir müssen mal so ein bisschen die Achievements verfolgen, glaube ich. Damit wir dann auch später wissen, was wir alles tun sollen. Erstmal brauchen wir, glaube ich, 20 Schrauben oder so. Einen riesen Haufen. Die kosten aber auch fast nichts. Da stellen wir mal direkt 100 her. Oder so. Gut. Inventory? Da haben wir schon wieder einen Haufen drin, ne? Gib es mal alles her. Muss man so einzeln rüberziehen, ne? Sonst nehme ich wieder mein Ding da raus. Das Iron wird, glaube ich, auch irgendwann verbraucht. Aber wir haben ja schon so viel Iron aus diesem Shredder. Das wird, glaube ich, zuerst verbraucht. Der ist die ganze Zeit offen. Das macht mich so ein bisschen nervös. Ich hoffe, ich falle da nicht irgendwann rein. Gut, dann bauen wir jetzt das Solarpanel, oder? Sieht gut aus. Bam, steht. Perfekt. Super gut. Dann brauchen wir jetzt wieder ein Kabel. Gib mal ein Kabel her. Ungefähr so. Dann verbinden wir das. Machen wir auf. Kabel. So. Und dann... Aber wir haben nur einen Verteiler, ne? Das können wir gar nicht richtig nutzen. Wir können hier direkt in die Batterie reingehen. Das könnten wir machen. Wir können das da rausnehmen. Und das dann durch das eine Solarpanel versorgen. Ungefähr so. Und da müssen wir halt gucken, ob das reicht. Ich weiß nicht, wie viel so ein Solarpanel bringt. Das bringt Power in 30. Wow. Und ich glaube, das ist nicht der aktuelle Wert, sondern das ist der Maximumwert. Der maximale Output, glaube ich, von so einer Batterie, 180 kW. Wir brauchen ja nur 10 kW, um unser Wasser und unser Sauerstoffteil hier am Laufen zu halten. Das heißt, die Batterie sollte sich jetzt langsam mit der Zeit auffüllen. Das ist schon mal gut. Die anderen 4 Solarpanels gehen alle hier rein und speisen diese Batterie. Da können wir jetzt auch direkt mal gucken, wie das eigentlich funktioniert. Wir haben jetzt Tag, also theoretisch sollten wir maximalen Input haben. Und Input sind nur 28. Okay, ich glaube, wir müssen das Teil umkonfigurieren. Das soll alles in die Batterie schicken. Einmal gucken. Das ist ganz schön kompliziert alles. Da wollen wir nichts. Wir wollen einfach 100% hier. Bam. Das sind, glaube ich, leere Ports.
Wir haben nur die Batterie angeschlossen, da gehen jetzt 70 kW rein. Das sollte dann unser Wert sein, der hier reingeht. Und da müssen wir einfach gucken, wie viel der Schredder braucht. So. 70 kW. Power in 70 kW. Capacity 18,7. Das müssen wir dann beobachten. 26, okay, es geht hoch. Das ist gut. Und da müssen wir rausfinden, wie wir unser Fahrzeug laden. Das weiß ich ja auch noch nicht. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie man das lädt. Ich habe noch keinen Stromanschluss oder so gesehen. Ich weiß auch nicht, wie wir da wieder Sauerstoff reinbekommen. Ich weiß auch nicht, wie wir hier wieder Flaschen reinbekommen. Achso, das ist unsere Storage für den Helm. Der ist da gar nicht drin. Wir könnten den da reintun, wenn wir wollten, glaube ich. Und wir könnten hier eine Wasserflasche reintun. Gibt es? Aber die ist dann im Inventar. Die geht nicht hier rein. Also ich weiß nicht, wie man das wieder auffüllt, dieses Rack. Das wäre natürlich cool, wenn man das irgendwie könnte. Und ich nehme mal so ein Stromkabel raus. Geht gar nicht. Stromkabel? Das Kabel will nicht. Nee? Oder ich sehe es nicht. Was denn los? Das mag nicht. Komisch. Also irgendwie müssen wir das Gerät auf jeden Fall aufladen. Wir haben hier einen Stromanschluss, da weiß ich noch nicht, ob wir den nutzen können. Weil Oxygen ist aus. Wir haben kein Oxygen mehr und keine Batterie mehr. Das wird interessant. Mal gucken. Gut. Was brauchen wir denn als nächstes? Ich denke, Wasserversorgung ist ganz gut. Sauerstoffversorgung ist ziemlich mies. Das wird nicht lange ausreichen. Da ist der Speicher viel zu klein und es geht alles viel zu langsam. Wir brauchen viel zu viel. Fill Water Tank. Wir haben... Okay, das geht jetzt aber ein bisschen schneller. 28 haben wir jetzt gespeichert. Das geht auch langsam bergauf, das ist gut. Wir können, glaube ich, auch hier Wasser auffüllen, oder? Jawohl. Charging stopped. 100%, perfekt. Das ist gut. Und dann müssen wir Essen herstellen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Station hier mal auf Vordermann bringen. Ich glaube, die ist nicht ganz heil. Das heißt, wir müssen die erstmal reparieren. Die braucht Power. Und steht da sonst noch irgendwas? Power. Needs Power. Und zwar, ich glaube, 30 kW. Das ist halt echt viel. Das haben wir noch nicht. Oxygen Plug, Water Plug. Das sind die beiden Ressourcen, die wir dafür brauchen. Okay. Dann brauchen wir mehr Solar-Panels als erstes, weil ansonsten können wir das nicht leisten. Das hier sieht jetzt... Wir haben jetzt im Moment genug Energie, das ist super gut. Aber wir brauchen noch deutlich mehr, wenn wir die Station versorgen wollen, weil die braucht wirklich viel Energie. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal direkt noch ein neues Solar-Panel, hätte ich gesagt. Aber der will, dass wir eine Batterie bauen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Batterie. Build. Battery Pack. Ich hoffe, wir haben noch genug Ressourcen für so Spielkram. Dann bauen wir noch eine extra Batterie, die unsere Station versorgt. Das ist bestimmt auch nicht verkehrt, wenn man sowas hat. Ungefähr so. Low Torch. Go, go, go. Steht. Tasks. Okay, wir haben so ein Tasks-Tab. Und mit Q können wir die einzelnen Tasks tracken. Das ist schon mal gut. Und die sehen wir dann eben in der Ecke. Können die mitverfolgen. Okay. Wir müssen Pflanzen pflanzen. Sonst noch irgendwas? Complete the mission. Wir haben schon wieder ordentlich Hunger. Ja, also wir müssen auf jeden Fall uns um Futter kümmern. Was zu essen. Und hier steht drin, was wir alles tun sollen. Charge Heavy Rover. Okay. Plant and grow potatoes. Und wir sollen so ein Tablet finden, was irgendwo verloren gegangen ist. Da wissen wir noch nicht, wo das ist. Geothermal Data. Wir sollen Felsen abbauen und wir sollen alle Gebäude mit Strom versorgen. Ich glaube, das machen wir mal als erstes. Alle Gebäude mit Strom versorgen ist relativ wichtig. Das heißt, was ist denn da eigentlich alles noch an Kabeln dran? Auf dieser Seite sollte eigentlich nicht mehr so viel drin sein. Wir können mal das Kabel hochheben, dann haben wir ein bisschen weniger Kabelsalat. So.
Dann haben wir immer noch zwei Outputs. Und ich glaube, der geht zur Basis. Ja, okay, dann passt es. Dann haben wir keine unnötigen Kabel mehr rumliegen. Gut, wir brauchen noch ein Solarpanel. So viel ist schon mal klar. Das heißt, wir stellen hier noch eins auf. Ich hoffe, wir haben genug Ressourcen für sowas. Bild. Und... aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall noch eins. Medium Solar Panel. Wir brauchen Solar Cells, Small Engine und... gut, schauen wir mal. Solar Cells und Small Engines. Mal gucken, was die kosten. Die klingen relativ teuer. Aber ich hoffe, wir können uns das irgendwie leisten. Sonst müssen wir nochmal mit dem Rover raus und ein bisschen was holen. Wir haben ja noch ein bisschen Batterie übrig. Printing. Motors und Solar Panels. Cable. Wo sind denn die Motoren? Small Engine. Die kosten Iron, Silicon, Aluminium. Da kann man ja ein paar von herstellen, oder? So. Gehen da 10 von? Macht der das 10? Aber wir haben kein Aluminium mehr. Das heißt, wir müssen erst Aluminium holen, sonst können wir eh nichts machen. Wir brauchen außerdem die Solar Cells. Die kosten auch Aluminium und Silicon. Gut. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir fahren erstmal mit dem Rover raus. Wir haben was zu essen. Erstmal nochmal ein bisschen was. Wir haben Wasser. Und wir haben noch ein bisschen Sauerstoff, aber nicht mehr super viel. Okay. Oxygen set. External. Und close. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hinten zugemacht, oder? Nee, das ist immer noch offen. Gut, wir fahren jetzt los und gucken mal, was wir hier noch ernten können. Wir brauchen Aluminium ganz viel und Silizium. Schauen wir mal, was das hier alles für Ressourcen sind. Die sehen, glaube ich, alle relativ ähnlich aus. So. Dann wechseln wir kurz zum Kran. Holen hier die Zange raus. Ungefähr so. Genau, der holt sich jetzt die Zange hier an der Seite raus. Mega cool. Und dann können wir direkt mit dem Abbau beginnen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal raus und wir haben ja diesen Scanner. Ich glaube, mit dem Scanner können wir rausfinden, was das ist. Rock Analysis. Aluminium. Den nehmen wir mit. Was ist das hier drüben? Aluminium. Das ist beides Aluminium. Dann können wir davon direkt mal so ein bisschen was einpacken. Der ist ready to load. Der ist noch nicht ready to load. Okay. Ich nehme mal das ganze Aluminium mit, dann gucken wir, dass wir irgendwo noch eine Siliziumquelle finden. Und das können wir uns dann auch so ein bisschen merken. Dann wissen wir auch direkt, wo wir unsere Ressourcen hier in der Gegend holen können. Wo es was gibt. Das ist schon mal cool, dass wir so einen Scanner dafür haben. Der ist ziemlich groß. Die müssen wir noch kleiner machen. Ich glaube, jetzt sollte das dann passen. Und bam. Ready to load. Das andere Teil vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. Ne? Das ist ready to load. Sieht gut aus. Ich glaube, wir können loslegen. Ups, das Ding ist wohl ein bisschen zu groß, ne? Vielleicht von hier aus? Jawohl. Wir müssen das direkt da reinstopfen. Ansonsten bleibt das oben drauf liegen. Der Kran ist relativ lang, der Arm. Also bis da hinten kommen wir. Das ist schon mal ganz gut. Nehmen wir das auch direkt mit. Die vorderen Brocken sind irgendwie ein bisschen widerspenstig. Da weiß ich noch nicht, was mit denen los ist. Die müssen wir möglicherweise noch ein bisschen zerkleinern. Obwohl es ja hieß, dass die richtige Größe hätten eigentlich. Ja, so geht es perfekt. So. Und irgendwie wird es gerade schon wieder dunkel. Das macht mich auch so ein bisschen nervös. Der will nicht. Die wollen irgendwie nicht. Der draußen ist zu weit weg. Die müssen wir noch zerkleinern. Garantiert. Den kleinen nehmen wir mal mit. So. Ah, ein bisschen näher rein. So. Perfekt. Gut. Oh, ich glaube, ich muss mal auf die Uhr gucken. Egal. Das müssen wir jetzt noch einladen. Das brauchen wir, das Zeug. Ja, sieht so aus, als hätten wir den Tag schon wieder rumgebracht. Ich sehe nicht wirklich viel. Ich denke, wir machen mal die Lampen an. Einmal wechseln und... wir können ja mal die Kranlampe anmachen. Crane Light. Ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall genug zum Einladen, denke ich. Wir müssen so ein bisschen Energie sparen, deswegen mache ich jetzt nicht alle Lampen an. Die habe ich zerkleinert, die Brocken. Die sollten jetzt alle mit an Bord gehen, hoffentlich. So.
Dann machen wir den Wagen noch voll. Dann bringe ich den erstmal nach Hause. Ich muss noch Silizium suchen. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, der ist noch zu groß, oder? Ich kann jetzt nicht mehr rausgehen, weil es schon wieder zu kalt ist. Ja, der ist zu groß, der will nicht. Das heißt, ich denke, ich werde dann erstmal zum nächsten Brocken fahren und dann kurz schlafen, bevor wir den dann scannen können. Yeah, das ist ein guter Fang. Sehr schön. Der wird eingeladen. Wunderschön. Dann haben wir wieder einen Tag rumgebracht und sind ein bisschen weiter. Also wir haben die Energieversorgung jetzt schon zumindest so weit gesichert, dass wir hier überleben können. Was war das? Oxygen. Nicht so gut. Kurz gucken. Low Oxygen. Sofort was trinken. Oxygen. Oxygen. Low Oxygen Warning. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Wow, ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie niedrig es war. Ich wurde echt nervös. Wir haben hier drin 21 Grad. Ich muss dringend schlafen. Draußen ist es kalt. Okay, wir haben aber erst 9 Uhr. Ich glaube, bis 10 arbeite ich noch ein bisschen weiter. Mach den Wagen voll, dass wir noch ein bisschen was erledigt kriegen heute. Die Tage sind scheinbar relativ kurz hier auf dem Mars. Das ist ein bisschen schade. Und wir haben noch ungefähr die halbe Batterie. Also wir brauchen relativ wenig Energie aktuell. Das ist schon mal ganz gut. Da muss ich unbedingt drauf achten. Haben wir noch? Ja, das Kranlicht ist noch an. Das heißt, ich muss schnell weiterarbeiten. Dann machen wir das Licht aus, sobald wir das nicht mehr brauchen. Okay, Sparsamkeit ist erstmal unser erstes Gebot, dass wir hier unten überleben. Hier oben auf dem Mars, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall wieder ein Stück weiter. Und nächste Folge werden wir dann hoffentlich was zu essen anbauen können, weil Essen ist sowas, was mir echt Sorgen macht. Wir haben nicht super viel zu essen. Wir müssen aber die ganze Zeit super viel essen. Also das könnte noch zum Problem werden, wenn wir uns da nicht schnellstmöglich drum kümmern. Das war es aber erstmal für diese Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr fandet es spannend. Ich fand es ein bisschen zu spannend stellenweise. Aber gut, wir sind glaube ich auf einem ganz guten Weg. Wenn wir das mit dem Essen noch hinkriegen, dann wird es hoffentlich was. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Occupy Mars. Bis dann. Tschüss.